Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In die neue Woche starten wir mit einem alten Bekannten und zwar dem AMG GT4 Türer. Den haben wir uns ja schon bereits in Folge 193 dieses Let's Plays angeschaut, als er damals ganz, ganz frisch ins Spiel gekommen ist. Und die Entwickler Playground Games haben sich ja damals einen kleinen, vielleicht auch etwas größeren Fauxpas geleistet, denn es war nicht möglich, dem Fahrzeug tatsächlich über das Upgrade-Menü ein sportlicheres Fahrwerk zu verpassen, was natürlich die Upgrade-Optionen und natürlich auch entsprechend die Fahrperformance etwas eingeschränkt hat. Das war sehr ärgerlich. Es war zwar immerhin möglich, ein Offroad-Fahrwerk zu verbauen und entsprechend das auch einzustellen, sprich einfach diese Offroad-Federung rein und das Ganze ganz, ganz hart zu machen, aber seien wir mal ehrlich, ja, Offroad-Fahrwerk bleibt Offroad-Fahrwerk, auch wenn man das super hart einstellt, das ist halt trotzdem immer noch so, ja, ein Fahren wie mit einem Schaukelschiff. Ja, fragt mich jetzt nicht, wie sich das anfühlt, aber ich glaube, ihr könnt denken, was ich damit meine. Und nun, seit ein paar Tagen oder beziehungsweise mit dem Season 13 Update kam endlich, ja, das lang ersehnte Update und die Möglichkeit, endlich sportlichere Fahrwerke dem AMG GT4 Türer zu verpassen. Und genau deswegen habe ich gedacht, komm, das müssen wir jetzt einfach machen zum Wochenstart. Einfach mal das nachholen, was wir damals eben in Folge 193 verpasst haben. Das heißt, wenn du vielleicht auch die Folge 193 verpasst hast, dann kannst du das natürlich sehr gerne nachholen, insbesondere natürlich die Runde auf unserer Teststrecke. Da sind wir eine 2 Minuten 12 148 gefahren und bis jetzt ist tatsächlich auch der AMG GT4 Türer bis jetzt das schnellste Fahrzeug in der Forza internen A-Klasse. Bis jetzt gab es tatsächlich noch kein schnelleres. Und das ist natürlich wieder eine super Ausgangslage und diesmal mit einem, ja, sportlichen Fahrwerk dürfte da vielleicht auch ein ganz geiles Tuning dabei rausspringen. Ich würde trotzdem sagen, wir springen ganz kurz mal in die alten Tunings rein. Da haben wir ja zwei Stück gemacht. Einmal habe ich ja versucht, so auf S1901 aufzubauen und dann haben wir einfach mal den V8-Motor, der ja drinne ist, maximal aufzubauen. Ich würde jetzt aber sagen, dieses Maximal-Tuning, das gebe ich jetzt erstmal nicht mehr frei. Es war, glaube ich, auch gar nicht mehr freigegeben. Ich lösche das auch mal. Das macht keinen Sinn. Aber dieses Tuning hier, das laden wir nochmal neu drauf. Und dann fahren wir mal ein paar Meter. Einfach, dass wir nochmal so den Vergleich haben. Okay, ja, das ist ein bisschen, wie gesagt, wie so eine Schaukelkiste. Ich glaube, ich muss das dann, glaube ich, auch nochmal neu speichern. Pass mal auf, dann mache ich das mal. Überschreiben. Ja, ja. Ich benenne das auch gleich mal um. Dann nennen wir das mal irgendwie S1 Offroad oder sowas. Offroad. Nee, dann denkt man, das ist ein Offroad-Fahrzeug. Dass ihr einfach auch, beziehungsweise du auch nochmal den Vergleich hast. Okay, was ist denn hier los? Moment, ich teile das mal. Umbenennen kann ich es ja, ob es wohl schon geteilt ist. So, Moment, das machen wir nochmal ganz kurz. Das muss sein. Ups, falsches Menü. Umbenennen, wie nenne ich denn das jetzt? Ich nenne es einfach mal Folge 193. Offroad. Ah, scheiße, ich kann gar nicht so viel machen. Aber dann machen wir es anders. Hashtag 193 Offroad Fahr. Naja, gut, geht auch nicht. Kann ich Sus machen? Nee, geht auch nicht fürs Offroad Suspend. Oder ich mache einfach off r Punkt Strich also Suspension, ne, für Fahrwerk. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich hoffe, es ist klar, was damit gemeint ist. Ist auch egal. Ich weiß, was damit gemeint ist. Und jetzt gehen wir einfach mal raus schnell und gucken uns das nochmal ganz kurz an. Und ja, ist auf jeden Fall ein Segen, dass endlich das geupdatet wurde. Da haben auch einige von euch mich darauf hingewiesen und gesagt, hey Ray, das Fahrwerk ist endlich da. Und dachte ich, ja, sehr, sehr geil. Danke für den Hinweis. Und ich habe auch mir gedacht, ja, früher oder später müssen wir das machen. Und eben zur heutigen Folge dachte ich, hey, weißt du was, zum Wochenstart, da holen wir doch nochmal diesen geilen AMG GT4 Türer raus. Und ja, das hat sich, also wenn man da jetzt auch mit fährt, das war schon okay, aber man merkt halt trotzdem, das ganze Fahrzeug wankt und tut und macht. Und das alles jetzt ein bisschen härter abgestimmt, das würde dem Fahrzeug natürlich schon extrem helfen. Klingt tut er ja schon geil. Brutales Teil. Ja, ich meine, dieser AMG GT4 Türer, der GT63S mit 4MATIC Plus, ja, das ist die krasseste Ausbaustufe, die es gibt von dem Teil, ist ja derzeit auch der, vom Motor gesehen her, der am stärkst zu erwerbende AMG derzeit mit 639 PS. Also, das ist schon eine echte
Powermaschine. Ich meine, wir haben hier auch ein bisschen was getan an der Leistung bei dem Tuning. Ich meine, man kann damit fahren. Das war alles okay, was ich damals zusammen gebaut habe. Aber ich bin mir so sicher, wenn wir jetzt da ein Sport- bzw. Rennfahrwerk einbauen, ohne was eingestellt zu haben, das Ding ist einfach eine Waffe. Ja, man merkt es einfach hier. Ich meine, klar, die Bodenwellen werden halt super weggeschluckt dadurch, aber naja. Gut, ich würde sagen, wir gehen aber direkt wieder zurück, denn ich will dich nicht weiter auf die Folter spannen. Wir wollen natürlich wissen, okay, was ändert sich jetzt wirklich? Aber einfach auch nochmal so für mich, wollte ich nochmal so ganz kurz gucken, okay, wie fühlt sich das an? Und jetzt gehen wir einfach mal direkt rein in dieses Tuning. Und Moment, hier ist immer Fahrwerk und da gehen wir jetzt rein. Ich glaube, das Driftfahrwerk gab es damals auch schon, aber das Driftfahrwerk ist ja noch beschissener gewesen als Offroad-Fahrwerk. Ja, egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da mal hin und es gibt ein Rennfahrwerk und es gibt ein Sportfahrwerk, also beides tatsächlich. Und wir bauen natürlich jetzt das Rennfahrwerk ein. Wir lassen es alles sonst so, wie es ist. Nur das Rennfahrwerk rein. Ihr seht, es ändert jetzt prinzipiell nicht so viel in diesen kleinen Werten, aber ich glaube, einfach schon vom Fahrverhalten her wird das einfach sowas von viel besser sein, ohne was eingestellt zu haben. Wir gehen raus und wenn jetzt tatsächlich das Karma eintritt und es sich beschissen auf Erd, dann, ja, dann beende ich einfach die Folge, die wir da nie stattgefunden haben. So, gucken wir mal. Wir fahren jetzt einfach mal mehr oder weniger dieselbe Strecke. Und keine Sorge, wir werden heute natürlich auch ein bisschen Rennen fahren, ein bisschen Action. Und ich habe mir gedacht, wir gehen auch mal kurz in den Design-Editor, denn ich würde dem Fahrzeug gerne ein anderes Design verpassen. So. Also man merkt halt auf jeden Fall, er dreht sich schon mal sportlicher ein. Die Hinterachse finde ich immer noch ein bisschen zu weich tatsächlich. Also das harte Offroad-Fahrwerk hat schon seinen guten Dienst erwiesen. Aber ja, dieser Turn-In, ja, wie man so schön sagt, dieses Einlenken, ist einfach viel präziser, viel sportlicher. Das macht schon viel, viel mehr Spaß, am Limit zu fahren. Das Fahrzeug ist tausendmal geiler so. Man merkt auch, die Hinterachse rutscht so ein bisschen rum, aber das ist einfach, weil das Fahrwerk insgesamt härter ist. Und ich glaube, man könnte dem Fahrzeug jetzt sogar insgesamt nochmals mehr Härte verpassen. Das machen wir jetzt auch. Wir können es nochmal ein bisschen tiefer vielleicht legen, weil der liegt schon relativ hoch. Vielleicht könnten wir das auch so machen. Und ja, ich gebe dem einfach nochmal insgesamt ein bisschen mehr Härte ab. Vielleicht ist es auch schon zu viel, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Vielleicht so nur so ein bisschen Dämpfer ist. Da können wir eigentlich auch ein bisschen mehr machen, wobei... Ne, Dämpfer lasse ich mal kurz. Wir übernehmen das mal und gucken, wie sich das jetzt schon auswirkt. Naja, das ist schon eine richtig harte Kiste jetzt. Aber geil, so macht es natürlich schon echt Spaß. Diese riese, fette Limo hier. Ja, das Heck tänzelt extrem rum, also das liegt jetzt vielleicht nicht jedem, aber damit kannst du, glaube ich, echt halt geil Rennen fahren. Das war jetzt viel zu spät gebremst, aber ich wollte natürlich jetzt hier auch diese extrem geile Abkürzung testen, die jetzt mit dem Fahrwerk natürlich gar kein Problem ist zu fahren, auch diese geile Wende, alles so gewollt. Ja, er ist jetzt tatsächlich für diesen Abschnitt, hier ist es halt sehr, sehr uneben, doch vielleicht ein bisschen zu hart. Bei mir gefällt es irgendwie. Aber ja, endlich haben sie das geupdatet und es gäbe noch so viel mehr, was sie updaten könnten, wie zum Beispiel mal einem GT3 RS 901.2 oder einer Corvette ZR1, also einer C7 ZR1, einfach mal auch die Möglichkeit geben, die Standard-Heckflügel einzustellen. Weil das kann man dort in der Serie, in Wirklichkeit. Und das würde tatsächlich auch vielleicht ein bisschen was bringen im Spiel, dass man nicht unbedingt diese sehr schönen Forza-Flügel montieren muss. Das ist mir doch unter anderem auch der Grund, warum es noch keine PXH-Edition oder PXH-Performance-Version vom GT3 RS 901.2 gegeben hat. Solange die das nicht updaten, sehe ich das auch nicht ein, irgendwie da was zu machen. Weil ich werde definitiv nicht einen Forza-Flügel da draufhauen. Aber das ist nur mal am Rande erwähnt, falls sich der ein oder andere das auch schon gefragt hat. So.
Ich würde aber sagen, wir, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zum Festival. Ich würde nämlich ganz gerne mal in den Design-Editor gehen. Das gehen wir ja nicht so oft, aber wenn wir jetzt schon mal nicht zur Teststrecke wandern müssen, dann können wir das jetzt nämlich mal machen. Und zwar hätte ich gerne vor, das ist mir nämlich aufgefallen, es gibt ja die sogenannten Day One, nenne ich Day One, Edition One von AMG. Genau mit der Farbe und dann diesen gelben Streifen, die jetzt hier so, ja, grau sind. Und des Weiteren gab es aber auch noch eine weiße Version und deswegen würde ich ganz gerne einfach mal dieses Weiß als Basis nehmen. Ja, finde ich ganz nice. Und dann selber so in die Richtung gehen. Vielleicht auch eine eigene Kreation davon zu machen, wenn man vielleicht so leicht getönte Scheiben hier. Zack, übernehmen wir mal. Und ich habe ja für den C63 AMG, hatte ich ja mal diese AMG-Streifen gemacht, die sich ja, ein bisschen verändern mit der Zeit. Ich glaube, hier beim GT4-Tourer sind die ein bisschen schmaler, ein bisschen länger gezogen. Aber wie gesagt, es muss ja keine 1:1-Sache sein. Ich will das einfach nur so davon inspiriert haben. Deswegen laden wir das jetzt einfach mal. Hier haben wir das gute Ding. Und dann ziehen wir das mal vielleicht hier runter. Das ist ein bisschen jetzt zu groß vielleicht. Ziehen wir das mal ein bisschen so, vielleicht ein bisschen drehen, dass der Strich da an der unteren Kante entlang läuft. Finde ich gar nicht so verkehrt. Vielleicht so, vielleicht da oben ist noch so eine. Seht ihr das? Da geht es so ein bisschen über diese Kante an der unteren Tür. Deswegen machen wir es noch vielleicht ein bisschen kleiner. So, dass es so ein bisschen bündig ist. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen mehr drehen. Da noch mal eins kleiner. So, wir können das vielleicht auch so gesamt in der Tür machen. Ich glaube, im Original geht es über die Tür drüber. Aber wir machen das jetzt, wie gesagt, ein bisschen anders. So, finde ich das gar nicht so verkehrt. Zack. Fällt mir schon mal. Und dann machen wir, Moment, ich mache das kurz mal weg. Den Strich da unten lassen wir. Die Sachen hier aber, guck dir mal, wie ich das geil gemacht habe. Gruppieren wir erstmal und ändern mal die Farbe ab. Und zwar in so einen gräulichen Ton. Na, das ist mir zu hell, das so vielleicht. Und das untere lassen wir rot, ne? So ein roter Akzent. Und dann mit den roten Bremssättel, die wir ja dann auch dran bringen oder dran haben. Sieht das, glaube ich, schon ganz cool aus irgendwie. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich das AMG, den AMG-Sticker, den ich habe, da auch noch irgendwie mit reinbringen soll oder ob ich das einfach so lassen soll. Einfach so stilecht lassen soll. Wir kopieren das mal rüber in der Hoffnung, dass, ne, das passt natürlich wieder vorne und hinten nicht. Das kennen wir ja schon, das Spiel, dass es in der Höhe irgendwie nie so richtig passt. Aber wenn wir das jetzt so anbringen, dann dürfte das eigentlich so ungefähr nach Augenmaß gut sein. Das ist okay. Und jetzt könnte man natürlich auf der Dachseite auch noch diesen Streifen anbringen, der hier ein bisschen zu dick geraten ist. Ich kann mal gucken, ob man das so kann. Ich fände es ja eigentlich ganz geil, wenn man das tatsächlich an der Motorhaube enden lässt. Also gar nicht, beim Original ist es ja so, dass es dann wirklich nach der Motorhaube weiterläuft bis an den Grill. Ich fände das aber eigentlich ganz cool, wenn man das so machen würde, dass es einfach hier endet. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Finde ich irgendwie cool, hat irgendwie was. Das muss ich noch gucken, dass ich das bei der Motorkrümmung da richtig mache. So, aufdrucken. Und da hinten dann durchlaufen lassen. Mal gucken, dass es da hinten irgendwie passt. Könnte man sogar überlegen, dass vielleicht sogar. Ne, das geht nicht, ne? Ne, okay, das müssen wir dann so machen. Dann machen wir das mal so. Aber lass uns auch einfach da oben enden. Und ich da auch die Gruppierung kurz aufheben. Hier auch. Das fügen wir wieder zusammen. Ne? Ordnung muss da natürlich sein. Dann machen wir da genau das gleiche Bild. Dann ändern wir hier die Farbe ab. So. Dann haben wir da so ein leichte rote Akzente mit drin. Jetzt, wie gesagt, ich bin am überlegen, ob ich das AMG-Logo auch noch hier mit anbringe oder ob ich es einfach lasse. Aber ich glaube, ich lasse es einfach. Ne? Man muss es nicht komplett übertreiben. Und das übernehmen wir jetzt einfach mal. Und dann gucken wir, ob wir bei den Felgen vielleicht auch noch irgendwie was machen können. So, Auto lackieren. So, zack. Farbgruppe 1. Müssen wir erst gucken, welche Farbe was ist. Das ist das. Da würde ich vielleicht sogar echt überlegen, ob wir das mit gebürstetem Aluminium etwas, machen wir vielleicht halbglänzend, etwas dunkel setzen, weil ich finde, gerade bei weißen Autos sehen halt dunkle Felgen immer super geil aus. Zu dunkel will ich es nicht haben, sodass da schon noch so ein bisschen ein Unterschied da ist zwischen
dem Felgeninneren und eben das, was man so von außen sieht, nur halt ein bisschen. Aber so finde ich das schon gar nicht schlecht. Und das haben wir jetzt noch, Farbe 2, das wird jetzt das Innere sein, genau. Da wäre natürlich vielleicht so als Kontrast, dass man das hier so glänzend macht, gar nicht so verkehrt, aber ich lasse es mal so. Und dann Farbe 3, was ist das, Farbe 3? Ah, das ist das AMG-Zeichen da oben. Das könnte man eigentlich, warte mal, was ist, wenn man das rot macht? Ist das dann too much? Bisschen too much, oder? Das dann rot zu machen. Das wäre halt weiterer roter Akzent, aber den haben wir ja eigentlich beim Bremssattel. Dann würde ich eher sagen, dass wir den mit vielleicht ganz normalem Aluminium machen. So, zack. Und den Rest lassen wir einfach. Würde ich sagen, speichern wir so ab. Dann haben wir so eine kleine eigene Version draus gemacht. Gebe ich jetzt einfach auch mal frei. Ich weiß nicht, wie soll ich das nennen? Eine Edition One ist es ja nicht, aber dann benennen wir das mal kurz um. Wenn ich darf, umbenennen. AMG Stripes nenne ich das jetzt einfach. So, und natürlich gebe ich das auch frei. Und dann kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Geschäft nochmal. Real, original, realistisch, ja, passt schon. Teilen. Und dann, ich würde nämlich gerne beim Tuning nochmal so grundlegend alles neu aufbauen. Also ein komplett neues Tuning machen. Und gucken, was wir da so aufbauen können. Vielleicht nicht S1900, sondern entsprechend auch zum Grip-Wert so ein bisschen. Aber einfach mal gucken. Also wir könnten ja einen 5,2 Liter V10 anbauen oder 6,5 Liter V12, aber ich finde gerade der starke AMG-Motor, den finde ich schon sehr geil. Wir lassen natürlich den Allrad und wir machen nicht die Forza-Flügelgeschichte dran, sondern lassen schon die AMG-Geschichte. So, jetzt Reifen, da machen wir die Semi-Slicks. Wir machen die auch schön breit, 305er vorne, das ist einfach so übertrieben, 345er hinten. Ja, die Spurgeschichte, die können wir eigentlich so wieder die machen, die wir schon hatten. Beziehungsweise lasst uns mal ganz kurz das Fahrwerk jetzt wieder erstmal wieder einbauen. Jetzt haben wir es ja immerhin mal. Im Übrigen beim, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, 300ZX Nissan. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher das genau war. Bei dem war ja dasselbe Problem, dass eben das Fahrwerk gefehlt hat. Das wurde dort auch nachgepatcht. Also beide haben jetzt dieses Update bekommen. Was ich schon mal sehr gut fand. So, dann machen wir das mal so dran. Natürlich dann die Bremse, dass das ja so entsprechend passt. Das haben wir drin. Dann natürlich die Stabis. Also wir bauen relativ ähnlich auf. Wie gerade eben. Machen ein bisschen Gewichtsreduktion. Okay, das ist halt natürlich die richtig krasse Gewichtsreduktion. Aber ich will mal so richtig, richtig in die Grip-Schiene jetzt gehen. Machen natürlich auch Kupplung, Getriebe einfach alles nochmal neu. Und leistungstechnisch, ich kann überlegen, wir sind jetzt mit dem 7,6er Handling-Wert. Das ist eigentlich für die Klasse, wo wir aktuell sind, zu wenig eigentlich. Aber einfach aufgrund der Power passt es eigentlich schon. Ja? Wir haben ja immer noch dieses serienmäßigen 639 PS. Ich würde aber sagen, wir versuchen mal so Richtung 700 PS zu gehen. Ja, das ist ein bisschen weniger, als was wir beim S1900-Aufbau davor hatten. Dort habe ich ja auch eher versucht, so ja eine verbesserte Version zu machen. Deswegen sind wir dort auch nicht auf die maximale, aufs maximale Leichtgewicht gegangen, wenn ich mich dann noch richtig erinnere. Wir rechnen da ganz kurz mal um. Ich möchte 700 PS haben, was auch ein sehr hoher Wert ist. Das wären dann 515 kW. Also das ist unser Ziel, egal was der Leistungsindex sagt. Ich würde sagen, das Erste, was wir machen, ist definitiv mal die Abgasanlage und vielleicht den Luftfilter. 515 ist das Ziel, wie gesagt. Der Turbo ist natürlich auch immer ein gutes Mittel, aber das ist natürlich dann zu viel. Dann machen wir vielleicht über die Kraftstoffanlage, da sind wir genau bei 500. Dann 515, wir brauchen noch 6... kW, das ist zu viel, das sind 5 kW, okay, Kolben, das sind 16, das sind 10, okay, das wird wahrscheinlich sich nicht ausgehen.
Okay, das ist doof. Dann machen wir das doch anders. Dann machen wir den wieder raus, neuen raus. Ein bisschen experimentieren. Dann doch vielleicht den Hubraum vergrößern. 16, dann wären wir bei 516. Da sind wir knapp drüber. Ja, egal, komm, machen wir. Ist jetzt egal, auf das soll es nicht ankommen. Machen wir die Schwungscheibe einfach auch noch dazu. Und die Antriebswelle habe ich noch nicht. Machen wir auch noch. Und dann haben wir fast 900, also ein bisschen einen schlechteren Aufbau. Das könnt ihr dann aber nachher trotzdem vergleichen, wenn ihr möchtet. Und dann gucken wir mal, wie sich das jetzt fährt, ohne was eingestellt zu haben. Aber der sieht schon echt stramm aus, ne, wenn er da so steht. Und auch das Weiß, ich finde, das steht ihm echt gut. Gerade mit diesen dunklen Akzenten. Der schreit so böse, ey. Einmal ein böses Geschoss. Ja, mal kurz ein anderes Thema, und zwar zwecks Community-Format TWIF und RTDT, vor allem letzteres. Ah, da kam jetzt schon fast 2 Wochen keine Folge, und ich denke mal, dass einige von euch da schon nach lechzen, wann denn die nächste Folge erscheint. Wie viele von euch ja wissen, und wahrscheinlich du auch, war es ja letzte Woche ein bisschen blöde mit dem Aufnehmen bei mir. Ich versuche das jetzt die Woche ein bisschen anders zu managen. Immerhin klappt es schon mal am Anfang der Woche mit einer Folge. Und ich versuche da wirklich auf jeden Fall, ich kann es nicht versprechen wann, aber entweder auf morgen oder übermorgen. Ich hoffe es, ich will es nicht versprechen, wie gesagt, weil es kann immer was passieren. Aber versuche ich auf jeden Fall dann eine RTDT-Folge rauszuhauen. Und vor allem habe ich auch vor, demnächst mal eine reine Designer-Folge RTDT zu machen. Da bemühe ich dann einfach den Zufallsgenerator, mir nur reine Design-Einsendungen einzuschicken. Auszusuchen, meine ich. Und deswegen an die Designer, wenn ihr dann noch richtig Designs habt, wo ihr sagt, geil, das fände ich mal cool, wenn der Ray sich diese anschaut, dann schickt die jetzt auf jeden Fall ein. RTDT-Formular ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt dann eben demnächst sehr, sehr hoch, dass eben mal euer Design drankommt. Was mir halt sehr gefällt beim GT4-Türer ist, wie er halt so einlenkt, ne? Wie er halt sich so die Hinterachse so leicht tänzeln lässt und dann vorne schön die Schnauze so reingucken lässt. Ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann, gerade jetzt hier auf so einer nassen Fahrbahn, dass das Fahrzeug dann hinten wegrutscht, aber so ein bisschen dagegen gelenkt und gerade durch den Allrad einfach ein bisschen auf das Gas gestanden und schon ist alles wieder super. Ist natürlich vielleicht nicht jedem sein Fahrstil, ich finde es aber relativ geil, da muss man auch viel, gar nicht so viel einstellen, das funktioniert einfach. Und natürlich das Auto-Wunsch-Format, TWIF, wird es natürlich auch weitere Folgen geben. Das ist doch klar. Um dich da einfach auch mal ein bisschen abzuholen. Des Weiteren auch nochmal der Hinweis, ich habe es angekündigt, ich werde es die nächsten paar Male noch ein paar Mal sagen. Wir haben jetzt endlich wieder neue Forza Horizon Clubs, nachdem ja die ersten 5, die wir zu Release gemacht haben, so schnell voll waren. Das muss man sich mal vorstellen, 5 Clubs, das sind 10.000 Plätze. Die waren so schnell voll, dass ihr immer ganz, ganz, ganz arg danach gefragt habt, ey, wann gibt es denn weitere PXH-Clubs? Und ja, es gab halt nie welche, weil unsere Tags einfach alle schon weg waren. Jetzt haben wir aber ein paar Tags bekommen und deswegen gibt es jetzt neue Clubs. PXH 8, PXH 9, PXH 0 und PXH 1. Die letzten beiden stehen für 10 und 11. Die sind jetzt verfügbar. Das heißt, wenn du schon immer mal in einen PXH-Club beitreten wollen oder wolltest, dann hast du jetzt die Chance. PXH 6 und 7 haben wir leider noch nicht. Gleich kriegen wir die auch noch, aber ich denke mal, mit den 4 neuen Clubs haben wir erstmal wieder 8.000 Plätze. Und die kann man ja versuchen mal zu nehmen. Okay, hier hat man jetzt gemerkt, dass das Fahrzeug jetzt super unruhig geworden. Also wir werden auf jeden Fall nicht drum rumkommen, doch ein bisschen was am Fahrwerk einzustellen. Weil da hebelst das Fahrzeug dann doch ein bisschen aus an der Stelle. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Dann nochmal ein bisschen tunen. Denn wir wollen natürlich aus dieser Folge ein schönes, performantes Tuning rauskitzeln. Eine schöne Leistungssteigerung auf 700 PS. Und natürlich auch fahrtechnisch soll diese Limousine, ja,
zumindest mal ja, das GT, das Sportliche so ein bisschen auch rauskristallisieren lassen. So, wir gehen mal da drauf. Ja, wir machen ein bisschen weniger Reifendruck. Ich glaube, das würde bei dem großen Fahrzeug nicht schaden und mit dem Reifen. Getriebe lasse ich mal. Wir brauchen definitiv nicht so viel Sturz bei dem Ding. Wir machen hinten mehr Stabilität. Stabi ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich insgesamt den Stabi weicher machen, würde aber jetzt nicht unbedingt das Verhältnis groß ändern. Ich finde, das ist eigentlich sehr gut. Wer könnte sogar eher sagen, wenn man lässt vorne einen Ticken härter. Ja, dann die Geschichte, die kennen wir schon. Ich mache mal trotzdem ein kleines bisschen Freiheit. Und ansonsten würde ich auch sagen, wir gehen vorne etwas härter. Und hinten auch, aber auch vorne das Verhältnis etwas verändern. In der Hoffnung, wir werden nicht zu viel untersteuern bekommen. Bei den Dämpfern würde ich auch sagen, wir machen hier ein bisschen anderes Verhältnis. Und auch hier würde ich ein Ticken anders versuchen. Bremse lassen wir mal. Diff ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, die würde ich tatsächlich aber ja, vielleicht hier etwas reduzieren. Ansonsten würde ich es einfach mal lassen, weil es sich das sonst ganz gut angefühlt hat. Natürlich bei so vielen Veränderungen kann es auch immer sein, dass irgendwas nicht so ganz passt. Wir machen einfach mal ein Rundkursrennen und gucken, wie es sich anfühlt. Ich meine, klar, aus so einem Fahrzeug wirst du natürlich niemals einen absolut krassen Sportwagen bekommen. Also der wird jetzt sich niemals mit dem AMG GTR messen können. Aber man kann trotzdem versuchen, auch so einer Powerlimousine doch schon so ein bisschen ein kleines Renntool zu machen. Heute ist irgendwie so der weiße Skin im Trend. Ja? Alle hier mit dem weißen Fahrzeug unterwegs. Aber es sieht auch manchmal auch sehr cool aus. So weiß eben mit schwarzen Felgen, das ist sowas, was man sich immer irgendwie angucken kann. Ja, liegt schon viel, viel besser. Tatsächlich. Immer noch leicht, diese tänzelnde Geschichte, aber trotzdem besser kontrollierbar. Auch die Bodenwellen werden ein bisschen besser genommen jetzt gerade. Jetzt könnte man sogar eher überlegen, die Stabis vorne, dadurch, dass ich ja auch am sonstigen Fahrweg vorne ein bisschen das Verhältnis verändert habe, vorne sogar wieder den Stabi etwas wieder weicher zu machen. Gerade in den schnelleren Kurven würde das wahrscheinlich nicht schaden. Ja, das ändere ich mal wieder ab. Und sonst ist das, glaube ich, eine ziemlich performante Geschichte jetzt. Die so mit dem vorherigen Fahrwerk ja nur bedingt ging. Ja, ich hoffe, viele von euch hatten jetzt auch Bock, den AMG GT4-Türer nochmal zu sehen, jetzt mit dem neuen Fahrwerk. Ich denke, die Folge damals, wie gesagt, 193 war das. Die kam ja, wow, was macht er? Hat ihr das gerade gesehen? Der hat mich mit Absicht in die Wand gedrängt. Aber es hält mich trotzdem nicht auf. Ne, die Folge kam damals ja sehr, sehr gut an. Gerade wahrscheinlich, weil auch viele natürlich sehen wollten, okay, was kann man bei dem so machen im Spiel? Und daher denke ich mal, dass auch immer noch die Interesse ganz groß ist bei dem Fahrzeug. Ja, die Woche, denke ich mal, werden wir uns auch noch den Carrera 6 anschauen. Den gibt es ja beim 50% Abschlussbonus der gesamten Season 13. Das haben wir ja schon erreicht tatsächlich. Und wenn es klappt, schauen wir uns auch mal noch die aktuelle Community-Meisterschaft an. Schauen wir mal, was so die paar ausgewählten Strecken aus der Community so taugen. Macht auf jeden Fall richtig Laune jetzt zu fahren, das Teil. Wie gesagt, den Stabi werde ich vorne nochmal ein bisschen weicher jetzt machen. Und sollte auch während der Kurvenfahrt das ein bisschen schneller und fixer da rumgehen.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da ändern wir das doch ganz kurz nochmal ab. Dann kann ich das Tuning auch direkt freigeben. Ich teste aber trotzdem zur Sicherheit nochmal ganz kurz. Die Zeit nehmen wir uns doch. Also dann machen wir doch vorne etwas das wieder weicher. Nicht viel, nur ein bisschen. Die Nuancen reichen oftmals schon aus. Vielleicht könnte ich auch dann doch, gerade bei dieser Power, die wir haben, den ersten Gang etwas in die Länge ziehen und auch den zweiten etwas in die Länge ziehen. Hier auch etwas dafür den lassen, den aber wiederum kürzer setzen, dass wir da ein bisschen Spiel haben. Gerade bei so viel Gängen können wir das auch ein bisschen nutzen. So, wir fahren die Strecke jetzt einfach gerade nochmal kurz ab. Ja, im Kurveneingang muss man ein bisschen aufpassen. Da fehlt natürlich ein bisschen Grip auf der Vorderachse, aber ja, hier so ein bisschen leicht tänzeln wieder mehr auf der Hinterachse während der Fahrt, das ist sehr gut. Also ich würde sagen, das ist schon ein sehr, sehr sportlich ausgelegter GT4-Türer. So macht er auf jeden Fall Spaß zu fahren. Sehr schön. Schön mit der Handbremse hier rum. So. Ja, dann sind wir am Ende dieser heutigen Ausgabe. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Du bist vielleicht damit sehr gut in die Woche gestartet. Mal schauen, wie gesagt, was wir die Woche noch sonst so erleben dürfen. Und ich bin jetzt aber raus. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Mach's gut. Ciao.